Eine weitere Woche zieht ins Land und es ist wieder viel passiert in der Galaxie Far, Far Away. Die Kenobi-Serie endet und wir fragen uns, was kommt jetzt im Star Wars-Universum? Cameron Monaghan, der Mann, der Cal Kestis schon in den Computerspielen gespielt hat, soll seine eigene Serie fest unterschrieben haben. Ein neuer Star Wars-Trailer, Behind-the-Scenes-Material von den Clone-Troopern der 501st in Kenobi und Ewan McGregor will ebenso weitermachen. Außerdem dürfen wir uns auf Millie Bobby Brown freuen. Auf jeden Fall, wenn die Leaks stimmen, dass die Schauspielerin von Eleven aus Stranger Things ebenso einen Auftritt in den kommenden Star Wars Filmen bekommt. Das alles jetzt im Video. Und damit auch, hello there, liebe Freunde, willkommen zu einem neuen Video hier auf Star Wars Buddy. Heute gibt es wieder News und die haben wirklich zack, 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 zack zugeschlagen. Insbesondere jetzt nach dem Finale der Kenobi-Serie. Man kann es sich vorstellen, jeder will wissen, wie es weitergeht. Und die Leute, die graben jetzt sehr, 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 sehr tief. Und einige Quellen, die sagen sich, ja, jetzt ist der richtige Zeitpunkt, um darüber zu quatschen. Und das Erste, was ich euch sagen kann, ist das, was bei mir die Runde gemacht hat und mich ein bisschen ins positive Staunen versetzt hat. Das war die angebliche Ankündigung und die angebliche Bestätigung von Cameron Monaghan. Das ist derjenige, der quasi Motion-Capture-Aufnahmen schon gemacht hat für Fallen Order und jetzt Jedi Survivor und auch das optische Vorbild ist von Cal Kestis. Und der soll jetzt fest unterschrieben haben für eine eigene Star Wars-Serie zu seiner Zeit. Und das finde ich persönlich super spannend. Ich mag diesen Charakter. Ich liebe dieses Spiel. Und ich freue mich so unglaublich auf Jedi Survivor, den Nachfolger Anfang 2023, dass eine eigene Serie, wenn man schon den richtigen Schauspieler als Vorlage hat, im Endeffekt nur eine Frage der Zeit war. Sollte dieses Gerücht also stimmen, dass das schon unter Dach und Fach mit Unterschrift ist, dann dürfen wir uns in Zukunft auf ziemlich viel mehr von ihm freuen. Außerdem soll auch Millie Bobby Brown in Gesprächen sein mit Kathleen Kennedy und mit Lucasfilm für einen Star Wars Movie. Das heißt, hier in Zukunft keine Serie mit ihr, sondern sie ist auf der Suche nach einem Feature-Film, das heißt einem neuen Kino-Blockbuster und der könnte Star Wars werden. Die Gespräche seien momentan ganz gut verlaufen. Hier wurde von der internen Quelle auch gesagt, es geht nicht darum, dass Millie Bobby Brown irgendwo vorspricht, sondern eher um ihr Standing bei der Community von 14 bis 30, das heißt bei den jungen Leuten. Da zählen ja die meisten von uns dazu. Und sie da als eine der Figuren in einem neuen Star Wars Film, glaube ich, wird erstmal sehr stark der Popularität von Star Wars helfen und einige Leute, vielleicht die noch nicht Star Wars geschaut haben, in das Franchise ziehen, einfach aus Interesse wegen Millie Bobby Brown. Auf der anderen Seite, ich mag Stranger Things. Ich finde, sie ist eine gute Schauspielerin. Auch einfach, weil sie nicht so typisch aussieht wie dieses Hollywood-Mädchen. Und bin sehr gespannt, was dabei rumkommt. Da aber, wie gesagt, noch nur offene Gespräche angeblich und noch nichts unter Dach und Fach. Unter Dach und Fach sind aber die Aussagen von Ewan McGregor. Der hat jetzt nach dem Ende der Kenobi-Serie ein, zwei Interviews gegeben. Und ich habe es euch gestern schon in dem Video erzählt zu Season 2 von Kenobi, dass die Crew, dass die Producerin und dass Disney anscheinend auch Bock darauf hat. Und Ewan McGregor, der steht da nichts im Wege und der sagt auch, da ist noch so viel zu erzählen, wenn ich gefragt werde, ja. Warum nicht? Das ist für mich im Endeffekt von allen Seiten ein Go. Die Zahlen sprechen für sich und ich bin sehr, sehr gespannt, ob man sich letzten Endes wirklich dazu entscheidet. Wer das Video von gestern zu einer potenziellen Season 2 von Kenobi und welche Storylines wir verfolgen könnten, nicht gesehen hat, der sollte das auf jeden Fall tun. Das habe ich euch fürs Ende da oben natürlich nochmal in der Infokarte gerade verlinkt. Lasst uns aber mal auf die Kenobi-Serie eingehen, denn da gibt es natürlich einiges an Material, was jetzt veröffentlicht wurde. Zum Beispiel ein Behind-the-Scenes-Bild. Erinnert ihr euch noch an das Video zu den Clone Troopern? Die wurden ja nie in der richtigen Rüstung wirklich mal gezeigt in den Prequels, weil es alles CGI war. Und jetzt gab es Clone Trooper, die von der 501st, das heißt diese riesige Cosplayer-Ansammlung, beziehungsweise diese riesige Organisation, die es ja auf der ganzen Welt gibt, angefragt und haben diese Kostüme dementsprechend auch tragen können für Kenobi. Und die mussten fast ein Jahr jetzt ruhig sein und durften dieses Foto mit Hayden Christensen nicht posten. Es ist einfach schön zu sehen, wie die Jungs da Spaß hatten und wieder einmal, dass die Fans, wie schon in The Mandalorian damals zur Serie, mit einbezogen wurden und gesagt, ihr habt die Kostüme, ihr habt Bock darauf, bitte, bitte, bitte macht das. Und das ist eine Sache, die ich glaube, jeden Star Wars Fan da draußen sehr berühren dürfte. Zu guter Letzt gibt es den neuen Star Wars Vacation Trailer. Dieses Jahr ist es kein
Weihnachtsspecial, kein Halloween-Special, sondern ein Sommer-Special. Und ich habe mir natürlich angeguckt und habe mir nur gedacht, es ist dieses typische Lego-Ding. Und ich glaube, ganz, ganz viele Leute, die gucken das sehr, sehr gerne einfach mal nebenbei, weil es einfach so eine gewisse Art von Humor, von diesem Lego-Humor, welches wir jetzt auch in der Skywalker-Sage hatten, in dem Spiel, nochmal reinbringt. Ich werde es mir auf jeden Fall anschauen und wahrscheinlich werdet ihr dann auch die Reaction dazu hier auf dem Kanal finden. Who's next? Try not to lose a hand. It's kind of a thing in our family. I'm not saying it. It's a snack! Liebe Freunde, eine Sache noch in eigenem Auftrag. Es wird in den nächsten 2-3 Wochen ein riesiges Projekt gestartet. Wahrscheinlich das größte Projekt, was ich hier, ich will nicht sagen auf dem Kanal, sondern mit dem Kanal quasi hier mache in Zukunft. Ihr dürft euch also freuen darauf. Um das nicht zu verpassen, gerne abonnieren. Ihr kennt das Ganze. Eure Meinung zu den Themen ab unten in die Kommentare. Lasst mir einen Daumen nach oben da. Und ganz, ganz wichtig, genießt das Wetter und möge die Macht mit euch sein. Euer Buddy, bis zum nächsten Video.